Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Titanfall Road to 15, Freunde. Hier ist wieder euer Hans und ich grüße wie immer noch alle Abonnenten, alle YouTuber, die bei mir reinklicken, zuschauen oder wie auch immer oder wie, was auch immer. Ihr wisst, worum es geht. Road to 15, das wird jetzt die vierte Episode. Ich denke mal, dass jetzt also 2.500 Punkte fehlen noch, Leute. Also die müssen wir jetzt holen. Wenn wir die jetzt nicht holen, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, hey Hans, hör auf, drück nicht, bloß nicht. Wenn du nochmal drückst, Junge, du kommst dann nie wieder zu den 50. Ihr könntet recht haben. Deswegen, wie gesagt, eure Entscheidung. Ich mache dann ein Special darüber, wenn ich drücke. Und ihr müsst mir aber entweder sagen, dass ich drücken soll oder nicht. Also, wenn ihr sagt, nein, drück nicht, wird nicht gedrückt. Wenn die Mehrzahl dafür ist, dass ich nicht drücken soll, wird nicht gedrückt. Ganz klar. Sollte allerdings die Mehrzahl dafür sein, also Facebook, twittert mir oder schreibt mir unter die Videokommentare, dass ich drücken soll, dann drücke ich. Ja, wie gesagt, also ihr entscheidet das und ja. Was soll ich euch noch erzählen? Jetzt, eigentlich wollte ich nur eine Folge machen, jetzt sind wir bei der vierten. Aber jetzt muss es klappen. Jetzt muss ich einfach die noch 2.500 benötigten Punkte holen. Ansonsten gibt es gar keinen. Das gibt einfach keinen. So. Was? Wieso sind denn die Hardpoints so weit weg, Freunde? Was ist denn mit denen los? Naja, wir sind jetzt übrigens auf der Map Nexus. Die ist recht groß, das stimmt schon. Die ist wirklich scheiße groß. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob irgendwie noch jemand zu Behrend von den Feinden oder ob ich da jetzt gleich alleine auftauchen werde. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, hier ist der Hardpoint. Wo kommt denn die? Ach so, der meint mich. Ja, so. Okay, die holen. Ey! Richtig. Stufe 50, Freunde! Was geht ab? Erfolg war gescheitert, maximiert. Super, okay, Leute. Also trotzdem, wir werden jetzt das Ding ja noch zu Ende bügeln. Ey, ich komme nicht aus dem Fenster raus. Vor lauter Freude. So, ich werde das Teil jetzt auf jeden Fall hier noch zu Ende spielen. Hoffe natürlich, dass wir uns hier mit dem Sieg verabschieden. Wir sind Stufe 50. Ihr wisst, was das heißt. Natürlich darf ich jetzt weiterspielen, keine Frage. Allerdings, wie gesagt, ihr entscheidet jetzt ab sofort in den Videokommentaren oder auf Facebook oder auf Twitter, ob ich drücken soll oder nicht. Also ihr müsst das ganz klar entscheiden. Wenn das nicht... Gammler. Wenn ihr das nicht wollt, werde ich auch nicht drücken. Wenn ich drücken soll und ihr sagt ganz klar, du drückst, Alter, dann wird gedrückt. Ganz klare Sache. Alter, voll die Spectres hier. Milizkontrolle dieses Terminals neutralisiert. Sichere. Die Worte, Alter, was wolltest du denn? Scheiße. Mission abgebrochen. Evakuierung. Zu meiner 50. Stufe habe ich verloren. Der kriegt mich natürlich die Gegend, der Pisser. Na, ist egal. Auf jeden Fall. Oh, trotzdem Erster geworden. Na gut. So schlecht haben wir uns nicht geschlagen. Leute, also wie gesagt, ihr bitte schreibt in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook, auf Twitter. Soll ich drücken? Ne? Prestige G2 oder keine soll ich es besser lassen? Ne? Also ihr entscheidet das und ich würde sagen, dann genießen wir jetzt noch das Ende hier von der Runde und dann schauen wir uns mal auf die Stufe 50. Und dann wie gesagt, ihr entscheidet, ob ich drücke oder nicht und dann werde ich ein Special machen. Was ich ja sowieso schon ein bisschen länger schuldig bin, euch allen auf die 50 Abonnenten. Jetzt sind es mittlerweile schon 75. Von daher macht man einfach mal ein Titanfall Special und mir sagt, ob ich drücken soll oder nicht. Ja, ich bin raus. Danke euch fürs Zuschauen. Euer Hans. Achso, wir schauen uns jetzt noch die Punkte an. Punkte. So. 20.000 Points gemacht. Alter Schwede, die hätten uns vorhin gut helfen können. Nein, da mussten wir ja 4 Episoden für machen. Also, das war jetzt die vierte Episode Road to 15, Freunde. Wie gesagt, ihr entscheidet, drücke ich oder drücke ich nicht. Wie gesagt, ich warte einfach ab, was ihr sagt und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Hans. Cheers.